Wir haben uns bisher nur mit rekursiven Prozeduren auseinandergesetzt. Jetzt schauen wir uns mal rekursive Funktionen an, also wertliefernde Konstrukte. Der Hamster soll die Anzahl an Schritten bis zur nächsten Mauer zählen. Das heißt, ich möchte eine Funktion haben, Anzahl Schritte, die liefert mir einen Int-Wert. Dann kann ich das iterativ, also mit Hilfe von Schleifen, so lösen. Ich habe eine variable Anzahl. Solange von frei ist, läuft der Hamster vor bis zur Mauer und zählt in Anzahl jeweils den Schritt und liefert dann Anzahl. Wichtig hier an dieser Prozedur oder an dieser Funktion ist, es gibt Seiteneffekte, der Hamster läuft nämlich bis zur nächsten Mauer. Eine rekursive Lösung sieht nun so aus. Anzahl Schritte R ist also wiederum eine Funktion, die einen Int-Wert liefert. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert. Falls vorne frei ist, dann hüpft der Hamster ein Feld nach vorne und ruft jetzt die Funktion zur Berechnung dieses Return-Ausdrucks erneut auf. Dieser Vorschritt, der wird gemerkt anhand dieses plus 1. Und hier erfolgt wieder das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Im Prinzip erfolgt jetzt hier der Aufruf der Funktion für das Problem, was aber um 1 quasi hier reduziert ist. Das heißt, der Hamster steht jetzt ja schon einen Schritt weiter vor der Mauer. Irgendwann steht er vor der Mauer und dann wird 0 geliefert. Und dann kann letztendlich hier dieser Ausdruck berechnet werden und der wird dann weitergegeben. Wenn der Hamster mehrere Schritte vor der oder mehrere Kacheln vor der Mauer steht, dann wird hier halt entsprechend oft diese Rekursion aktiv und es wird entsprechend oft dieses plus 1 ausgeführt, nämlich genauso oft, wie der Hamster hier letztendlich den Vorbefehl ausführt.